Liebe Casterinnen und Caster, in der kommenden Woche steht ein Thema auf der Tagesordnung des Stadtrates, das in den letzten Wochen ziemlich kontrovers diskutiert wurde. Es geht um das Frankenheim in der Stadtmitte. Um es kurz zu machen, da wurde einiges erzählt, was wirklich nicht stimmt. Es wurden Behauptungen aufgestellt, die nicht richtig sind. Mich hat es wirklich entsetzt, mit welcher Energie einige Personen in unserer Stadt durch gezielte Desinformation und vollkommen haltlose Anschuldigungen in ein ganz normales demokratisches Verfahren eingegriffen haben, um eine Entscheidung des Stadtrates zu torpedieren. Das geht nicht. Und es ist wie immer bei solchen Debatten, am Ende stehen nur Verlierer da. Mir ist es wichtig, vor der nächsten Entscheidung des Stadtrates für alle noch einmal die Fakten darzulegen. Was ist passiert und wie soll es mit der Gastronomie in der Stadtmitte nun weitergehen? Dafür müssen wir ein ganzes Stück zurückspringen, nämlich in den Mai 2023. Und ich muss ein kleines bisschen zum Vertrag erklären, den die Stadt zur Verpachtung der Gastronomie bereits 1993 geschlossen hat. Die Gastronomie ist an die Warsteiner Gruppe verpachtet. Der Vertrag ist so gestaltet, dass die Stadt eine feste Pacht erhält und eine Garantie, dass die Gastronomie mittags, abends und am Wochenende durchgehend geöffnet hat. Diese garantierten Öffnungszeiten sind aus unserer Sicht sehr wichtig, weil wir in der Stadtmitte in ganz zentraler Lage eine lebendige Gastronomie wollen. Im Mai 2023 hat die Warsteiner Gruppe der Stadt ein Angebot zur Verlängerung gemacht. Unser Pächter wollte weniger zahlen und vor allem wollte er keine Garantie mehr zu den Öffnungszeiten im Vertrag haben. In diesem Zusammenhang muss ich allerdings eines erwähnen, dass diese Öffnungszeiten seit Jahren auch nicht mehr eingehalten wurden. Wenig überraschend hat die Politik dieses Angebot zur Vertragsverlängerung einstimmig abgelehnt. Wir haben den Pächter darauf hingewiesen, dass eine Verlängerung nur auf Grundlage der bisherigen Vereinbarung möglich ist. Dazu haben wir bis zum Ablauf der Frist keine Antwort mehr erhalten. Damit stand im Juni 2023 fest, dass der bestehende Vertrag mit der Warsteiner Gruppe enden würde. Ich habe danach persönlich das Gespräch mit der Familie Lütkes als Betreiber der Gastronomie geführt. Die Wirtschaftsförderung ebenfalls. Unser Ziel war es, gemeinsam mit der Brauerei und dem jetzigen Pächter die Möglichkeit einer Fortsetzung zu besprechen. In diesen Gesprächen machte der Betreiber deutlich, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Öffnungszeiten garantieren kann. Im Oktober haben wir der Politik dennoch einen Vorschlag zur Vertragsverlängerung und mit Familie Lütkes vorgelegt. Sie wären unsere Pächter geworden. Warsteiner hätte im Hintergrund agiert. Die Politik hat uns aber einstimmig beauftragt, die Immobilie zu vermarkten. Einstimmig. Die Wirtschaftsförderung hat mit Hausbrauern aus der Region gesprochen, hat Gastronomen kontaktiert und schließlich Ende November drei potenzielle Betreiber der Politik vorgestellt. Wir haben drei ganz unterschiedliche Präsentationen erlebt, darunter auch eine Präsentation der Familie Lütkes. Selbstverständlich hat die Stadt den wirtschaftlichen Hintergrund der Interessenten gecheckt und alle relevanten Informationen der Politik zur Verfügung gestellt. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal ganz deutlich machen, wir sprechen hier von der Verpachtung einer städtischen Immobilie. Ein ganz klassisches Mietgeschäft. So eine Vermietung muss nicht ausgeschrieben werden. Deshalb war das gewählte Verfahren einerseits rechtlich zulässig und andererseits auch richtig. Wir hatten den Auftrag, eine zeitliche Vorgabe und sind ans Ziel gelangt. Und noch eins, für alle Entscheidungen, die der Stadtrat trifft, gibt es eine Geschäftsordnung. Da steht drin, dass wir Mietgeschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten haben. Warum? Um beispielsweise Geschäftsdaten vor der Öffentlichkeit zu schützen. Und so haben wir es in diesem Fall auch gemacht. Nicht um zu verbergen oder zu vertuschen, sondern weil gewisse Daten und auch Wortbeiträge nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und nochmal, es gab und es gibt nichts zu verbergen oder zu vertuschen. Wir haben für die Politik eine Entscheidungsgrundlage für einen neuen Pachtvertrag geschaffen, weil der jetzige Pächter seinen Vertrag nicht fortsetzen wollte. Und die Politik hat sich auch entschieden. Und zwar mit ganz breiter Mehrheit für das Konzept eines Caster Gastronomen, der gemeinsam mit einem Partner im Bürgerhaus ein modernes Brauhaus entwickeln wollte. Diese Präsentation war stark, das Konzept
sicherlich ein Gewinn für die Stadtmitte. Aber, und jetzt kommt das Aber, aktuell stehen wir mit leeren Händen da. Nach einer beispiellosen Schmutzkampagne, anonym, haben sich die Interessenten zurückgezogen und einige wenige haben einen Skandal herbeigeschrieben, wo absolut kein Skandal zu finden ist. Verlierer gibt es nun überall und wir stellen die Uhr und zwangsläufig auf Anfang. Alles, was ich gerade berichtet habe, lässt sich öffentlich in unserem Ratsinformationssystem nachlesen. Dort findet sich zum Stadtrat in der kommenden Woche auch der Vorschlag der Stadt, wie es nun weitergehen soll. Wir wollen die Immobilie erneut vermarkten und suchen neue Interessenten. Das Exposé zur Gaststätte werden wir zum März 2024 veröffentlichen. Und im Juni werden wir im Rat hoffentlich erneut einen Vorschlag zur Nachfolge machen können. Um auch hier den Spekulationen und Unwahrheiten vorzubeugen, wie in fast allen Mietverhältnissen, wird auch in diesem Fall mit Vertragsende eine besenreine Immobilie übergeben. Wir werden also sehr bald erleben, dass der Betrieb der aktuellen Gastronomie endet. Das ist schlimm für Familie Lüskes, ganz sicher. Und das stimmt mich auch traurig. Aber dazu gibt es auch eine Geschichte, die ich euch und Ihnen an dieser Stelle hoffentlich ein bisschen näher bringen konnte. Wenn nicht, dann könnt ihr mir mailen und eure Fragen dazu stellen, aber natürlich nicht anonym und immer respektvoll. Und dann gibt es sicherlich auch Antworten. Also Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und dann an ursula.baum@cast.de. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.